Hallo liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge Greedfall. In der letzten Folge habe ich hier die Stadt erreicht. Man sieht es im Hintergrund, habe mich hier ein bisschen umgesehen und möchte jetzt in die Stadt rein, um einmal zu schauen, was da so abgeht. Und zum anderen, um meine Quest hier zu erfüllen. Irgendwo ein Stück weiter durch, genau, Ulans Angebot nach Hikmet überbringen. Hikmet ist die Stadt hier. Halt! Your names, titles, and business at hand. Sir de Sade, emissary of the Congregation of Merchants on Tier 3. Halt heißt in Englisch halt, okay. Your papers seem to be in order. Welcome to Greedfall LK hier. Ja. So, jetzt habe ich überhaupt nicht mitzugehört und nicht mitgelesen. Egal. Wird schon nicht spielentscheidend gewesen sein. So, hier gilt immer Augen offen halten. Da haben wir einen Händler. Mal gucken, was da so geht. Your Excellency, welcome. I am honored to receive such a prestigious guest. You will not regret it. My wares are the best in all Hikmet. And always in the vanguard of progress. Okay, weird flex. Mal gucken, was die tatsächlich so hat. So, ich bin ein Mann fürs Grobe. Ich brauche hier so fetter Morgenstern, sowas in die Richtung. Okay, ich glaube, sie hat nicht gelogen. Warte mal, Schaden von meinem Teil da müsste dann bei 300 liegen. Ich muss mal eben vergleichen. Dann hatte ich wirklich bessere Sachen. Ja. Genau, 300 und hier die etwas flottere Waffe. Könnte man auch vielleicht auch mal irgendwie austauschen. Kann man aber machen, ne? Nee, jetzt höre ich mir das Ganze doch nicht nochmal an. Könnte man aber machen hier. Den, was war das, der Morgenstern, ne? Das ist etwas besser als der, den ich jetzt habe. Wie kann ich denn mit der Sekundärwaffe hier vergleichen? Geht das irgendwie? Da unten sehe ich doch... Nee. Doch was anderes. Ach ja, und ich habe ja letztens festgestellt, ich habe keine Schusswaffe. Da könnte ich mich gleich auch mal kurz umgucken. Wäre auch ganz cool. Hier 360, aber... Oh. Entschuldigung. Konnte das Mikro nicht rechtzeitig muten. ja, da sind noch hier 360er. Das wäre natürlich der Oberhammer. Zweihandklingenwaffen. Da brauche ich Beweglichkeit 2. Bin ich überhaupt richtig? Hier eigentlich Punkte zu vergeben? Ne. Warte mal, Zweihandklingenwaffen, das wird ja hier sein, ne? Dieser Baum. Nee, Einhand. Oder habe ich mich jetzt total vertan? Ich meine Einhandwaffen. Oh, wahrscheinlich meine ich Einhand, oder? Ah, warte mal, schwere Zweihand. Ich wechsle mal ganz kurz hier auf die Maus, weil irgendwie... Wut. Bombe. Zweihandklingenwaffen. Das war's doch, oder?
Your Excellency. Ach so, man braucht Einhandklingenwaffen und Beweglichkeit 2. Ich habe es gerade irgendwie zusammengelesen. Ja, das habe ich halt alles nicht. Da komme ich jetzt auch nicht ran. Aber das hier, das wäre eine Verbesserung. Was machen die für weirde Bewegungen da? Kostet 310. Okay, ist nicht ganz ohne, muss man sagen. Aber ich verkaufe ja auch noch was. Also wird schon... wird sich schon ausgleichen. Mal abwarten. Können wir eben da drauf, so. Oder hat er mir den jetzt automatisch schon, der hat mir den automatisch schon gegeben, okay. Ah, und da ist der alte. Okay, hier, der wäre eigentlich auch besser als das. Die Sachen kann ich eigentlich dann verticken. Aber wo wir gerade dabei sind, warte mal, nicht, dass ich hier noch irgendwelche Sachen habe, die ich übersehen habe. Nee. Trotzdem nach so einem Hut oder so, nach irgendwie was zur Verteidigung, Rüstung und so weiter, muss ich auch nochmal gucken. Die hier wäre zum Beispiel besser, aber da fehlt mir Ausdauer. Kann ich aber gerne trotzdem erstmal behalten. Your Excellency. Und dann gucke ich erstmal, dass ich wieder ein bisschen Geld komme. Das behalte ich erstmal noch. Das kommt weg für 38, ey. Ja, Junge, Wucher. Und ich überlege, was ich dafür bezahlen muss. Banditenhut ist, glaube ich, mein allererster, oder? Ich weiß es nicht. Ich hau mal den ganzen Ballast weg hier. Das ist was Besseres, das behalte ich erstmal, das kann ich nur noch nicht tragen. Weil Ausdauer muss dafür 1 sein, habe ich nicht. Das Ding ist, ja, da, das kann weg. Das ist auch ein besserer Handschuh, den ich aber noch nicht tragen kann. Und das hier sind alles Sachen, die dann weg können. Eine Farbe her. Würde ich jetzt sagen, ist das eigentlich was Besseres. Priesterstiefel, aber Rüstung schlechter, Gleichgewicht und schlechter. Die Qualität macht den Unterschied. Aber da weiß ich auch immer noch nicht, was das genau... Was bringt mir diese Qualität? Genau. Verstehe ich noch nicht so ganz. Ah, ich tue die mal weg. Dann schauen wir gleich mal, ob es noch irgendwas Gutes gibt. Heiltränke, wie heißen die denn hier genau? Ah, Heiltrank, okay. Ja, davon sollte ich natürlich immer genug haben. 20 finde ich ein bisschen übertrieben. Ah ne, da verkaufe ich die ja. Warte mal, ich habe 20 Stück. Oh, kaufen, da wollen wir jetzt hin. Questgegenstände kann ich hier kaufen? Okay. Welche Quest brauche ich das denn? Also mal, hier müsste Heiltrank sein, ne? Da. Kostet 9, 12 hat der. Komm, hol ich mal 10. Komm, die kann man ja wirklich gebrauchen. Werde ich mir ansonsten jetzt aber nicht großartig noch was zulegen können, glaube ich. Was würde es denn geben, mal so gefragt? 72, aber das ist genau die Rüstung, die ich jetzt auch habe wohl. Bisschen mehr Magieresistenz, beziehungsweise überhaupt Magieresistenz.
Würde das haben, das wäre dann eine 72er, ist aber auch das einzige, was ich so tragen kann. Weil ich einfach noch voll der Lauch bin, offensichtlich. Ja, gut. Dann warten wir damit, dann gehe ich jetzt erstmal weiter, um nicht hier die ganze Folge bei der abzuschimmeln. Und dann sollte ich echt die Augen offen halten nach Truhen und so, weil ich habe mein Portemonnaie jetzt echt gut geplündert. Aber hier ist ja nichts. We are at war. I'm not certain that I can remain calm if I see such a man. The little one's not wrong. You came to flatter him. The sailor is less likely to cause an incident. But you are the diplomat. Okay. Also, ihr bleibt da. Ja, hat ja gut geklappt. Oder muss ich der jetzt irgendwie sagen, sie soll da bleiben? Karanz, do you need something? Wie sie sich nach dem Verlust ihrer Mutter fühlt. I'm sorry about what happened to your mother. How are you feeling? Unwell. I am angry. And I feel an immense void within me. I blame myself for not having been on this battlefield with her. Ich sag ihr mal, dass ich sie verstehe. I understand and I'm really sorry. I wish I could have arrived here in time to prevent this war. Thank you, Honol Manawi, but it was too late. I should have realized this and stayed by my mother's side. Anything else? Ja, reicht jetzt. See you later. Das reicht jetzt. Ich dachte, ich müsste vielleicht sagen, dass die draußen bleiben soll. Oh, naja. Hier sind wir doch auch schon mal gewesen. Your Excellenz, it is an honor to meet you. Allow me to present my sincerest regards in the name of the Congregation of Merchants. And allow me to wish you and your cousin a warm welcome to the island, in the hopes that this visit will help prolong the profitable relations between our two nations. Likewise. Nevertheless, another question brings me. The Malachor. The Prince d'Orsay hopes that these new shores will bring us new possibilities. Even a remedy. It is an area that concerns us greatly, but be assured we are studying it acutely. Our doctors and alchemists are particularly interested in the flora of the isle. It's extremely varied and different from our own. In fact, we have sent a group of explorers into a very promising sector. Alas, we've had no news from them for quite some time now. We are hoping that nothing has happened. We would have sent a patrol to investigate, but we cruelly lack the means to do so. The natives have proven aggressive, even hostile to our studies, and have attacked us regularly. You ask the question why? You steal our lands, gouging the earth in sacred places, and now our people are disappearing. It's enough to drive one to unsheath a blade, do you not agree? Okay, jetzt muss ich mich entscheiden. Soll die den Schnabel halten? Ja, so ein Mittelding. Lass mich doch bitte sprechen, ganz höflich, und ihr beistehen. Ich nehme mal dieses Wischiwaschi-Mittelding hier. Siora, please, I understand how you feel, but this isn't the right time. I am sorry. You are right. My apologies, Your Excellence. Continue, please. Sehr vernünftig. As I was saying, we are obligated to maintain all of our able-bodied men here in order to protect the city. But we would be happy to share with you the results of our research if... Your Excellency.
This insolent interruption is untimely and unwelcome. I deeply regret, Excellency, but one of our frontier posts has just suffered a brutal attack. Report then and be precise. The natives attacked us by surprise. Our men were massacred. Our frontier post is lost. One more act of barbary. Dismissed, soldier. Where was I? Yes, we would be most pleased to share our discoveries with our allies if your cousin would send us a party to help us find our lost expedition. I could show you to which region they were sent. I thank you for the information and will let him know. If you are of a mind to accord me another request, I would be truly grateful. I'm listening. As you have not failed to observe, our troops, as well as our caravans, have been suffering incessant attacks. The merchants, including your own, are raided, often killed, and certain goods have become scarce. Captain Reinhild, who commands our outpost in the plains, has communicated his incapacity to protect them. Considering that certain of your own fellow countrymen are involved. You would like me to lend a hand? I will see what I can do, Your Excellency. Would you like to speak with me about any other subjects? Jo, über die Allianz könnte man noch sprechen. The Boneblower's Clan Chief from the village of Vignamri. He is an open-minded man who holds great expectations of exchanges with the colonies. He would like to meet you to discuss a treaty, even an alliance. Ulan, you say? I have never heard mention of this name, but to finally have an ally among the natives could only be beneficial. That is excellent news. Still, I fear that I cannot leave the city. That would be taking too much of a risk. I doubt that Ulan will come to Hikmet. He is looking for an alliance, but he is not desperate. Such a gesture would be considered a sign of weakness by his clan. That is understandable, I suppose. Do they grasp the concept of emissaries? Do you think that solution might work? I think that might be possible. I'm sure he would understand that you could not come to see him in person for the same reason. Excellent. Finally, some clear skies in our negotiations. Lass mich raten, wir werden dieser Botschafter. My right-hand man will then go to this village to finalize an agreement with King Ulan. I'll be there too, to make sure everything goes according to our plans. There is another matter concerning the same village that I would like to bring to your attention. A wandering merchant, a member of Ulan's clan, is being kept in your outpost. Can you authorize his entry into the city? I see no harm in that. This merchant is certainly not a threat to us, and he might even prove useful if the negotiations with his clan should take a foul turn. Here, please be so kind as to give him this letter of passage. If he presents it to the guards, they will let him in and he'll be able to establish his stall in town. I thank you. I hope to see you again. I have to go. Look forward to seeing you again. Farewell, my lord. Jo, alles klar. Ich würde sagen, dann erlösen wir als erstes den Händler. Oder? Da steht ja wahrscheinlich... Ja, ich muss mal eben aus dem Gebäude raus. Dann sehe ich auf der Map nämlich auch die Map und nicht das Gebäude. Genau, hier raus, da ist der Lass den reisenden Händler gewähren, genau. Das machen wir als allererstes jetzt, würde ich sagen. Aber ich muss irgendwie schauen, dass ich an Geld komme. Also ich hatte schon nicht so viel, jetzt habe ich auch noch was ausgegeben. Da muss ich mir echt was überlegen. Ist doch ein bisschen länger.
nächste Weg. Ah. Hier? Nee, da muss ich irgendwas anderes machen, ne? Sprich mit dem Hauptmann des Außenpostens. Achso, das sind die, die da so überrannt worden sind oder so. Warte, mache ich aber trotzdem mal eben den Händler, weil der steht ja hier vorne. Nee, der nicht. Ah, okay. Please help me. Just keep walking, Renaixe. This does not concern you. Have mercy. They will kill me. I am but a merchant who wishes to trade with the big city. Okay. Charisma. Ist in der Vergangenheit schon immer ziemlich schief gegangen. Deswegen versuche ich es nochmal. I never thought I would see several Islander warriors attacking a mere merchant. And I thought honor and righteousness were of the utmost importance in your culture. I must have been mistaken. What are you trying to say, Renaixe? Are you insulting? Erfolgreich, ja, cool. You're insulting yourselves by behaving this way. He's an unarmed man. He's trying to survive. What honor is there in attacking him? He is a traitor. He deserves to be punished. But you are right. He is not worth attacking. Let's leave. His punishment will come once we have chased the Renaixe away and he cannot sell his products. Adlo Reda on Olmanawi. May the trees along your path always bear fruit. Think nothing of it. Ulan told me that you were not able to enter the town. It is true. The soldiers did not let me enter. They left me outside, and the Donaya Exdragau took advantage of this opportunity to attack me. Rest assured, I have obtained permission for you to enter from the governor of Hikmet, which should allow you to set up your stall in the city. Adloreda Renaixe. Thanks again. Farewell, merchant. Perhaps we will meet again. Okay. Haben wir das abgeschlossen? Dann hat er mir jetzt Ulan gegeben. Aber da würde ich vorschlagen, da ich direkt um die Ecke stehe. Und alles Nebenquests. Irgendwo hier muss das doch sein. Oder waren das die Angriffe der Karawanen? Sprich mit dem Hauptmann, ja genau, das ist das doch. Ah, um die Karawanenangriffe geht's da, okay. Ja, dann würde ich sagen, werde ich das erstmal angehen. Ich stand ja direkt hier vorne. Aber ich muss sagen, mit Blick auf die Uhr lohnt sich das nicht mehr in dieser Folge, denn die hat ihr Ende im Grunde schon wieder erreicht. Mal gucken, war das nicht hier links? Ne, da vorne. Genau, die werde ich dann ansprechen, aber das mache ich dann zu Beginn der nächsten Folge. Wer dabei sein möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Bis dahin sage ich, bleibt weiterhin gesund. Danke fürs Ansehen dieser Folge. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne. Ihr kennt das alles. Was gibt's noch zu sagen? Wie üblich, bis dahin.